Sie haben es schon mehrmals in dieser Sendung gehört. Die Politiker mahnen uns an, doch dringend einen Neuwagen zu kaufen, um damit die Autoindustrie zu retten. Und wenn Sie jetzt sagen, der Markt ist doch schon längst gesättigt, wer ein Auto braucht, hat eh schon eins, dann irren Sie. Es gibt immer noch Ecken und Winkel in Deutschland, wo die Anschaffung eines deutschen Qualitätsautos sinnvoll ist. Und mit unserem Extra 3 Classics der Woche wollen wir der Autoindustrie Mut machen. Helfen auch Sie mit, die letzten autofreien Plätze Deutschlands mit Neuwagen zu besiedeln. Weit draußen in der Nordsee, Helgoland. Hochburg des Verbrechens. Ein knochenharter Job für die Beamten der Polizei. Bis vor 3 Wochen hatten sie gegen das Verbrechen kaum eine Chance. Denn sie hatten kein Polizeiauto. Doch dieser Notstand ist endlich beseitigt. Die Helgoländer fühlen sich wieder sicher und sind begeistert. Da habe ich heute Nacht von geträumt, ja. Warum? Ja, weil ich das Blödsinn finde, auf so einer kleinen Insel wie Helgoland so ein Fahrzeug zu haben. Gut, im Allgemeinen ist es Blödsinn. Deshalb ist Helgoland ja auch autofrei. Aber im Besonderen gibt es natürlich sehr gute Gründe, warum die Polizei hier ohne Auto einpacken kann. Und wer kann diese Gründe besser erklären als ein eingeflogener Vorgesetzter vom Festland? Schön ist es hier, ne? Ja, schön. Herr Berger hat die Berechtigung, uns den Sinn des Autos zu erklären. Im Gegensatz zu seinen Inselkollegen. Der Wagen hat nämlich gerade für eine Insel praktische Vorzüge. Er hat die Geschwindigkeit über 100, die benötigt er aber hier auf der Insel nicht. Ach was, ein geschickter Autofahrer könnte hier bis zum Leuchtturm sicher auf 100 beschleunigen. Immerhin ist Helgoland einen ganzen Quadratkilometer groß und nur die Hälfte davon ist Grünland. Und außerdem, Geschwindigkeit ist ja nicht die Hauptsache. Hauptsache ist, dass die Kollegen nicht zu Fuß mit dem Fahrrad zum Tatort kommen, sondern möglichst schnell. Und gerade weil Helgoland sonst autofrei ist, kann man sich in einem sportlichen Dienst-Mercedes rasant bewegen. Außer hier vielleicht. Wir werden mit dem Auto auf jeden Fall schneller sein, weil zu Fuß mit dem Fahrrad sind die Höhenunterschiede nicht so schnell zu bewältigen. Aber Sie müssen ja Umwege machen, weil Sie ja immer hinten rum müssen. Gut, das ist vielleicht ein Riesenumweg. Aber wie soll es denn sonst gehen, hä? Etwa mit dem Fahrstuhl, da würden die Beamten doch wertvolle Zeit verlieren. Mit dem Fahrstuhl fährt man circa eine halbe Minute und die Treppe dauert 1 bis 2 Minuten, je nachdem, wie man eben zu Fuß unterwegs ist. Eine halbe Minute, eine Ewigkeit auf der Insel des Verbrechens. Welche Verbrecher? Hier gibt es keine Verbrecher. Die soll uns mal die Statistik vorlegen, wie viele Verbrecher wir haben. Genügend jedenfalls. Die Beamten der Wache Helgoland sind auf jeden Fall mehr als ausgelastet. Wir vertreiben uns den Tag damit, dass Bürger zu uns kommen, Anzeigen aufgeben, ihre Kinder suchen, wo wir da helfen, oder einfach Ermittlungsarbeit. Und das ist noch nicht alles. Auf Helgoland lauert eine ganz neue Gefahr. Ohne Polizeiwagen wäre die Insel verloren. Die gesellschaftliche Entwicklung geht auch an der Insel Helgoland nicht vorbei. Das heißt, wir haben insbesondere mit einem Phänomen zu kämpfen, das lautet Internetkriminalität. Und dabei hilft das Auto auch? Dabei hilft das Auto nicht, in der Tat nicht. Egal, Sie sehen ja, was hier sonst so los ist.